Du möchtest ein Literaturreview als Methode für deine wissenschaftliche Arbeit einsetzen? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video geht es nicht darum, wie du einen Literaturteil, aka aktuellen Forschungsstand, aka Literature Review, für eine empirische Arbeit selbst schreibst. Hier geht es um alleinstehende Literaturreviews, die sich als wissenschaftliche Arbeit ausschließlich mit der Literatur eines speziellen Forschungsfelds auseinandersetzen. In diesem Video lernst du folgende drei Dinge. Ich zeige dir alle Typen von Literaturreviews und wie sie sich unterscheiden. Außerdem lernst du, wie du den richtigen Typ für dein eigenes Forschungsziel identifizierst und wie du die perfekte Anleitung für ein Review in deinem Fachbereich findest. Also mach es dir im Ohrensessel deines Lesezimmers oder dem Klappstuhl deiner Unibib bequem und genieße die Show. Und damit herzlich willkommen bei Schribe. Vielen Dank an Scribber für das Unterstützen dieses Videos. Mehr zu Scribber später. Eine wissenschaftliche Disziplin ist nur dann wissenschaftlich, wenn sie aktiv einen eigenen Wissensschatz aufbaut und pflegt. Eine Disziplin muss sich außerdem von anderen abgrenzen und immer wieder definieren, welche Art von Forschung sie beherbergen sollte oder nicht. Dazu dienen Fachzeitschriften und Editoren, die bestimmte Themen pushen, Geldgeber, die bestimmte Forschungsprojekte fördern und Universitäten, die Lehrprogramme anbieten. Ein etwas kleinerer, aber ebenso wichtiger Beitrag zur Pflege des Wissensschatzes in einer Disziplin ist die Durchführung von Literaturreviews. Diese tragen nicht nur bestehendes Wissen zusammen, sondern erweitern dieses, indem sie durch Analyse der Literatur einen Mehrwert schaffen, der vielleicht größer ist als die Summe der zugrunde liegenden Einzelteile. Eine Literaturreview kann beispielsweise die Breite der Forschung zu einem Thema helfen zu verstehen, die empirischen Befunde zu einem Thema zusammenfassen, neue Theorie entwickeln, einen konzeptionellen Hintergrund für zukünftige Forschung liefern oder Themen und Forschungsbereiche identifizieren, die weitere Untersuchungen erfordern. Über die Zeit haben sich verschiedene Typen von Literaturreviews entwickelt. Diese sind weitgehend akzeptiert und helfen dir als potenziellem Autor oder potenzieller Autorin eines Reviews bei der Erstellung. Bevor wir uns die Typen im Einzelnen ansehen, möchte ich die Taxonomie der Literaturreviews nach Cooper nicht unerwähnt lassen. Professor Cooper identifizierte 6 Charakteristiken von Literaturreviews, und zwar erstens Fokus. Fokussiert sich das Review auf empirische Ergebnisse, Methoden, Theorien oder eher Anwendungsfelder? Zweitens das Ziel. Möchte das Review Wissen zusammenführen, kritisieren oder zentrale Forschungsprobleme identifizieren? Drittens Perspektive. Vertritt das Review eine neutrale oder eher subjektive Position? Viertens Abdeckung. Behandelt das Review möglichst alle vorhandenen Arbeiten zu einem Thema oder nur einzeln ausgewählte zentrale Werke? Nach welchen Kriterien werden diese ausgewählt? Fünftens Organisation. Wird die Literatur historisch, konzeptionell oder methodologisch aufbereitet? Und sechstens Publikum. Richtet sich das Review an ein spezielles akademisches Publikum, PraktikerInnen oder die Allgemeinheit? Auf Basis dieser Charakteristiken ergeben sich nun konkrete Typen von Literaturreviews. Hierfür beziehe ich mich nun wieder auf Paré und sein Paper aus 2015. Coopers Taxonomie ist noch immer relevant, aber die Review-Typen haben sich über die letzten Jahrzehnte noch ein wenig klarer herauskristallisiert. Beginnen wir mit der Kategorie 1. Zusammenfassung von bestehendem Wissen. Da wäre zunächst das narrative Review. Ein narratives Review fasst zusammen, was zu einem Thema bereits geschrieben wurde. Dabei wird meistens kein größerer theoretischer Mehrwert generiert, sondern es bleibt bei der Beschreibung. Die Auswahl der Quellen folgt keinem systematischen Vorgehen und muss auch nicht alle Publikationen zu einem Thema berücksichtigen. Die Quellen werden subjektiv durch die Autoren ausgewählt. All diese Punkte führen dazu, dass das narrative Review oft kritisiert wird. Das deskriptive Review. Diese Reviews gehen schon eher systematisch vor. Die identifizierten Quellen stellen dann eine Art Datensatz dar, der auf einen ganz bestimmten Aspekt hin untersucht wird. Beispielsweise werden alle Quellen daraufhin untersucht, welche empirische Methode verwendet wurde.
Dann würde man eine deskriptive Statistik darüber erstellen, welche Methoden in einem bestimmten Feld am häufigsten verwendet wurden. Hier kann man alles Mögliche analysieren, zum Beispiel die Veröffentlichungsjahre von Publikationen in einem Bereich, die Zitationsnetzwerke und noch vieles mehr. Das Scoping Review widmet sich einem bestimmten Forschungsthema und überprüft, in welchem Ausmaß zu diesem Thema in einer oder mehreren Disziplinen dazu veröffentlicht wurde. Hier muss darauf geachtet werden, dass die Auswahl der Quellen möglichst komplett ist und keine Studien übersehen werden. Berichtet werden dann die Anzahl an Publikationen über die Zeit hinweg und wie sich die Forschung zu einem Thema entwickelt hat. Die konkreten Inhalte der Studien aber spielen dabei eine kleinere Rolle. Kategorie 2: Das Sammeln oder Zusammenführen empirischer Daten. Die Meta-Analyse nimmt sich existierende Forschungsarbeiten vor und fasst deren statistische Ergebnisse zusammen. Die Stichprobe bildet dann eine Sammlung der relevanten Studien, die gelesen und ausgewertet werden müssen. Für eine Meta-Analyse kommen nur Studien mit quantitativen Ergebnissen in Frage. Die gewonnenen Daten werden dann mit Hilfe statistischer Verfahren analysiert, um zum Beispiel gleiche Muster innerhalb der vielen Einzelergebnisse zu finden und zu beschreiben. Ein komplettes Tutorial zur Meta-Analyse findest du ebenfalls auf meinem Kanal. Beim qualitativen systematischen Review solltest du dich nicht vom Namen in die Irre führen lassen. Auch hier werden ausschließlich quantitative Studien untersucht. Doch nicht wie bei der Meta-Analyse durch weitere statistische Tests, sondern eher erzählerisch. Dabei dienen 4 Fragen als Leitlinie. In welche Richtung ist ein Effekt zu beobachten? Wie groß ist dieser Effekt? Ist der Effekt über die untersuchten Studien hinweg konsistent? Und wie stark ist die Beweislage für diesen Effekt? Umbrella Reviews. Achtung, jetzt wird es Meta. Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein Review von Reviews. In Disziplinen wie der Medizin zum Beispiel werden bereits so viele systematische Reviews veröffentlicht, dass es sich lohnt, diese ebenfalls zusammenzufassen. Statt Umbrella Review wird auch manchmal der Begriff Meta Review verwendet. Bevor wir zur dritten Kategorie kommen, lass mich noch kurz ein paar Worte zum Sponsor dieses Videos, Scribber, sagen. Bist du auf der Suche nach einem Lektorat oder einer Plagiatsprüfung für deine wissenschaftliche Arbeit, dann kann ich dir das Team von Scribber nur absolut ans Herz legen. Schaue einfach mal auf scribber.de vorbei und schreibe mir eine kurze E-Mail an info@scribe.de für einen exklusiven Gutscheincode. Kategorie 3: Erklärungen bilden. Das theoretische Review umfasst Studien, die sowohl quantitativ als auch qualitativ sein können. Hier ist es das Ziel, ein theoretisches Framework oder Modell zu bilden. So wird ein theoretischer Mehrwert geschaffen, in dem Muster, Beziehungen oder konzeptuelle Unstimmigkeiten aufgedeckt werden und beseitigt werden. Das nennt man im Englischen auch Synthesis. Je größer der theoretische Mehrwert, den das Review generiert ist, desto besser. Realist Review. Diese Art von Review ist eher etwas für Fortgeschrittene. Um diesen Typ zu verstehen, müssen wir uns auf die wissenschaftstheoretische Ebene begeben. Reviews wie eine Meta-Analyse oder das qualitative systematische Review sind in Disziplinen wie der Medizin total sinnvoll. Und da kommen sie auch im Original her. Hier gibt es wenig Uneinigkeiten über ontologische oder epistemologische Fragestellungen. In sozialwissenschaftlichen Disziplinen ist das anders. Hier lässt sich gut argumentieren, dass es wenig Sinn ergibt, systematische Reviews zu quantitativen Studienergebnissen zu machen, da der sozial konstruierte Kontext dadurch einfach ignoriert wird. So ist die Art des Realist Reviews entstanden, welche nach dem Vorbild des Critical Realism untersucht, unter welchen Bedingungen und in welchen Kontexten bestimmte Ergebnisse gültig sind und wann eben nicht. Wenn das Thema Wissenschaftstheorie noch neu für dich ist, dann ist diese Erklärung vielleicht etwas unbefriedigend. Wenn du tiefer in die Thematik einsteigen möchtest, schau gern mal bei meinem Tutorial zu Ontologie, Epistemologie und Methodologie vorbei. Kategorie 4: Kritische Auseinandersetzung. Hier bleibt uns noch das kritische Review. Dieses ist schnell erklärt. Die Auswahl der Quellen ist nicht systematisch und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Es geht darum, Schwächen, Widersprüche, Kontroversen oder Inkonsistenzen innerhalb eines Forschungsfelds aufzudecken. Ein kritisches Review ist ebenfalls eher für Fortgeschrittene geeignet. In meiner Zeit als Doktorand habe ich mich bereits an einem Scoping Review und einem theoretischen Review versucht und das hat auch prima geklappt. Die letzten beiden Review-Arten, also kritisch und realist, hebe ich mir aber noch ein bisschen für später auf. An deiner Stelle würde ich bei der Planung deines Reviews mit deinem Forschungsziel starten. Schau dir dazu die Taxonomie nach Cooper nochmal an und entscheide, welche Charakteristiken dein Review haben sollte. Dann grenzt du die Auswahl der neuen Review-Typen so stark es geht ein. Wenn du direkt weißt, welcher Typ passt, prima. Wenn du zwischen zwei Typen noch schwankst, auch okay. Gehe nun auf eine der führenden Datenbanken deiner Disziplin und Google Scholar und recherchiere existierende Reviews dieser Typen aus deinem Fachbereich. Gib also zum Beispiel Theoretical Review Education oder Scoping Review Education ein. Sollten hier zu wenig Ergebnisse bei rumkommen, probiere es mit dem Begriff Review und deinem thematischen Schlüsselwort. Ab diesem Punkt kannst du ja selbst ganz gut bewerten, welchen Typ Review du dann vor dir liegen hast. Nachdem du einige Beispiele studiert hast, entscheide dich für den Typ, der es sein soll. Jetzt recherchierst du nach einem Methodenpaper zu genau diesem Review-Typen in genau deiner Disziplin. Also im Idealfall findest du ein Methodenpaper zu theoretischen Reviews in der Pädagogik. Wenn es das nicht gibt, dann weichst du eben ein wenig aus und suchst ein Methodenpaper zu theoretischen Reviews aus der Psychologie. Und so weiter. So findest du irgendwann deine persönliche Anleitung, welche die Eigenheiten deiner Disziplin berücksichtigt und dir einen Schritt-für-Schritt-Leitfaden an die Hand gibt. Dieses Paper zitierst du dann selbstverständlich in deinem Methodenteil. Es ist natürlich auch nicht verboten, Methodenpaper aus fremden Disziplinen als Anleitung zu verwenden und zu zitieren, aber je verwandter sie mit deinem Bereich sind, desto besser.